Hallo zusammen, heute Nacht oder gestern Nacht ist bei mir im Betrieb die Wärmepumpe ausgestiegen. Und diese Wärmepumpe habe ich mal aus Restmaterial zusammengebaut. Also die Wärmepumpe von der WEMO im 1999, Sommer 99, Herbst 99 habe ich die gebaut. Und ohne elektronische Steuerung, ohne irgendwas. Und 2010 habe ich dann noch einen Stromzähler eingebaut und der hat bis heute, habe ich da mit dieser Wärmepumpe 125.000 Kilowattstunden gebraucht. Und zwar, man hört jetzt hier die Wärmepumpe laufen und daneben sitzt dieser Stromzähler, den ich 2010 mal irgendwo zurückbekommen habe und hier dann verbaut habe. Der Zähler ist nicht geeicht oder nicht mehr geeicht, aber das spielt wahrscheinlich keine so eine Riesenrolle. Also habe ich den Strom in 11,5 Jahren verheizt. Also jetzt haben wir eigentlich noch halbe Saison, weil Mitte Jahr ist. Und so habe ich ein Energieverbrauch gehabt von knappen 11.000 Kilowattstunden im Jahr. Wenn ich das hochrechne auf den Strompreis, den wir im Schnitt hatten, von 15 Rappen pro Kilowatt, waren das Preis oder an Jahreskosten von 1.640 Schweizer Franken im Jahr. Eben die Wärmepumpe, die habe ich selber zusammengebaut. Und zwar besteht die damals aus einem schon gebrauchten Manorob-Kompressor bzw. zwei und Wärmetauscher auf dem Dach. Man sieht hier das Gebäude von der Südseite her und auf dem Dach sieht man diesen schmalen Streifen. Da sind mehrere einzelne Wärmetauscher, die kältetechnisch zusammengehängt sind. Und das ganz Spezielle an dieser Wärmepumpe ist, sie geht bei minus 5 Grad Kältemitteltemperatur, die wird also nach Kältemittel gesteuert, geht die aus und mein Ölbrenner, den ich habe, schaltet sich dann ein. Und sobald sich die Wärmetauschertemperatur wieder erwärmt hat, auf plus 5 Grad, kommt die Wärmepumpe wieder. Und dann gibt es noch was, oben sitzt unter einem Konfitürenglas seit 22 Jahren ein Thermos, also ein Temperaturfühler. Und sobald dieser beschonen wird mit der Sonne, da wird es unter diesem Konfitürenglas warm und die Wärmepumpe geht aus und die Lüfter gehen an, dass sie abtauen kann, bis sie eben auf plus 5 Grad Wärmetauschertemperatur ist. Die Funktionsart, so mit der Wärmepumpe, hat natürlich einen Nachteil. Wenn es unter 0 Grad ist, geht die aus, funktioniert nicht mehr. Aber ich brauche keine Energie zum Abtauen oder die Lüfter, die laufen, aber das ist relativ gering. Und sie läuft eigentlich immer um 0 Grad oder noch höher auf einem sehr guten Wirkungsgrad. Und ich habe jetzt hier eine Kältezahl. Kältezahl ist der Wirkungsgrad von Kühlmaschinen von 3,5. Das heißt, ich habe hier bei einem elektrischen Stromverbrauch von 11 Kilowatt im Jahr mal die 3,5 habe ich eine Wärmeleistung von 38 Kilowattstunden im ganzen Jahr. Und das entspricht ca. 3000
827 Liter Heizöl pro Jahr, die ich dann weniger brauche auf dem Ölbrenner. Also das waren dann gesamthaft in den letzten 22 Jahren 88.000 Liter Heizöl, die ich nicht gebraucht habe. Aber dafür habe ich natürlich diese 1640 Watt Strom gebraucht. Ich habe hier Batterien, die mittlere Batterie mit 150 Ampere, die hat 1,9, also fast 2 Kilowatt Energie. Und ich brauche im Jahr 10.000 oder 11.000 Kilowatt für meine Wärmepumpe. Das wären also von der mittleren Batterie hier, die Energie, die hier drin sitzen würde, von 5.500 Batterien bräuchte ich im Jahr oder im Winter, um die Wärmepumpe zu betreiben. So eine Batterie ist ein bisschen schwer. Die hat einen Preis von 1280 Schweizer Franken. Klar, man kriegt noch ein bisschen Rabatt. Jetzt nimmt man an, die wird dann Tausender kosten. Dann wären das 5,5 Millionen, die ich in so Batterien stecken müsste, dass ich im Sommer speichern kann und im Winter dann verbrauchen. Ist dann teuer. Aber das ist ein anderes Thema. Ich komme zurück zu den Heizkosten. Also Heizöl habe ich jetzt eben eingespart. 3.800 Liter pro Jahr. Und wenn ich einen Preis annehme von 75 Franken pro 100 Liter, dann wäre das ein Jahreskosten von 2.870 Franken im Jahr, die ich eingespart habe. Also die ich also weniger ausgegeben habe, statt Heizöl. Nur der Strom, den ich gebraucht habe, den muss ich davon abzählen. Jetzt ist es so, wenn ich mit Schweizer Preisen rechnen. In Deutschland, da haben sie 36 Cent, also mehr als das Doppelte. Wenn ich dann diese 1600 Franken nehme, das ist fast Euro, in Deutschland würde man dann um die 3300 Euro brauchen für die gleiche Strommenge. Da wäre das Heizöl günstiger. Ist ein anderes Thema, wir haben heute höhere Preise, weder die 75 Schweizer Franken. Früher hat es anders ausgesehen. Also ich habe jetzt hier im Jahr 1230 Franken. Das mal die 22 Jahre, wo die Wärmepumpe jetzt lief, waren das 27.000 Schweizer Franken gesamthaft. Ja, weil ich ja die Wärmepumpe selber zusammengeschustert habe, weiß ich auch, wie man sowas repariert. Was war defekt an der Wärmepumpe? Von einem Schütz, also einem elektromagnetischen Hauptschalter für höhere Ströme, war ein Kontakt durchgebrannt. Nach 22 Jahren kann passieren, neuer Schütz rein, ist irgendwo rumgelegen, neuer Schütz rein, Stunde Arbeit. Ja, und jetzt weiß ich nicht, ob sie noch 22 Jahre weiterläuft. Wir lassen sie laufen, weil das ist die günstigste Investition, was läuft, laufen zu lassen. Ja, das soll es gewesen sein von meiner gestern defekten Wärmepumpe. Ich mache euch hier ein Video über den Strombedarf in der Schweiz. Mit ganz vielen Fehlern, weil ich da immer nur von Watt rede und nicht nur von Wattstunden oder Terawatt und nicht Terawattstunden. Wie es aussieht mit der Stromversorgung in der Zukunft in der Schweiz. Ich wünsche euch einen schönen Tag.